Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 23. September 2019 mit einer speziellen Legung, wie du siehst. Also ich habe auch hier meinen goldenen Skatkarten mitgebracht. Und zwar, wie du siehst, auch, also ich habe hier drei Päckchen mit, also für die Seelenpaare und natürlich, falls dein Seelenpartner noch vergeben ist, also für die Partnerin oder für den noch bestehenden Partner, also eine Dreieckslegung. Bevor wir mit dem Mischen der Karten beginnen, bitte ich dich, dass du dich natürlich in der Energie der Kristallschale erstmal begibst, deine Augen schließt und natürlich auch mir deine Gedanken rübersendest. Wichtig dabei ist, dass du dich natürlich auf deine Konstellation auch konzentrierst. Schließe deine Augen und die Frage wird es sein, was hat denn der gestrige Portal, also der Tag- und Nachtgleiche, also von den Energien allgemein in diese Seelenpartnerschaft angeregt? Welche Energien stehen zur Verfügung? Was ist ins Fließen gekommen? Und wie geht es nun auch tatsächlich auch in diesen Dreierkonstellationen weiter? So, konzentriere dich jetzt. Angekommen, ganz in deine innere Mitte, in deine Ruhe und bist du bereit für die Legung. Wie du siehst, also die zwei Päckchen hier, das ist in erster Linie, ist das für dich. Ich bitte dich, konzentriere dich auf dich selber einfach und sende mir auch deine Gedanken zu, was dich jetzt so gerade beschäftigt, was du jetzt auch gerade eventuell fühlst, was du auch denkst. Also natürlich, wenn mehr Karten hier springen möchten, dann lasse ich auch diese Karten, weil die haben ja dann schon einen wichtigen Hinweis für dich. Es sollte eine Neunerlegung sein. Natürlich ist wieder der Tisch zu klein und zu viel Deko. Wie immer, also ich liebe Deko, wie du das auch schon gemerkt hast. Und natürlich die unterste Karte jetzt. Wow, die Seelenpartnerschaft. Ein klein wenig werde ich das jetzt hier so ein bisschen zur Seite schieben, damit wir auch so ein bisschen mehr Platz hier haben. Und jetzt konzentriere dich bitte auf deinen Herzensmenschen. Was denkt dein Herzensmensch und was fühlt er? Und was ist jetzt gerade bei deinem Herzensmensch so gerade los, auch auf der Gefühlsebene? So. Das jetzt noch mal die drei Karten, genau. Und wie geht es jetzt weiter bei dem Herzensmenschen? So, und die unterste Karte. Und jetzt konzentrierst du dich, falls dein Herzensmensch noch einen Partner oder eine Partnerin hat. Ja,
konzentrierst du dich auf sie oder auf ihn. Natürlich, ich rede hier von der Sicht einer Frau, die verliebt ist und hier also zuschaut. Ja? Noch eine Karte. Also sie hat sich selber in den Bild gelegt und okay. Wir schauen jetzt, warum es hier geht. Also ich decke die Karten auf. Also natürlich, was dich gerade beschäftigt. Also du denkst an den Neuanfang, bist also ganz schön verliebt, aber es zeigen sich auf der Kopfebene auch wirklich, also so Ängste, womit du vielleicht auch bis jetzt gar nicht gerechnet hast. Also du wirst ganz plötzlich mit diesen Ängsten auch konfrontiert. Also es kommen hier überraschend, also starke Ängste hoch, vielleicht auch Eifersucht, vielleicht auch manchmal Misstrauen. Du möchtest gerne diesen Neuanfang wagen, aber trotzdem irgendwie habe ich das Gefühl, dass da also auf jeden Fall eine Blockade da ist, also deine Ängste, also möchtest gerne etwas kontrollieren. Du hast auch das Gefühl, du hast da keinen Einfluss drauf, du kannst das Ganze gar nicht kontrollieren. Also die Grundenergie ist hier in dieser Seelenpartnerschaft, also hier sehe ich auch die Seelenpartnerkarte auf jeden Fall, also diese Zufriedenheit, Harmonie, diese positive, tiefe emotionale Verbindung. Und auf der Herzebene nehme ich jetzt hier gerade bei dir wahr, dass du dich im Herzen auch so ein bisschen zurückgezogen hast, vielleicht auch ein Stück weit auch einsam fühlst, vielleicht hast du auch ein Stück weit dein Herz verschlossen, aber du bist mehr in deine Selbstliebe gegangen. Also du spürst jetzt erstmal die Liebe für dich selber. Und auch wenn du jetzt verliebt bist und auch dieses Gefühl hast, du möchtest diesen Neuanfang, also du bist da schon ängstlich und traust dich da gar nicht darauf komplett einzulassen, auf dieses Gefühl, und verschließt du hier dein Herz und öffnest aber dein Herz mehr für dich selber, dass du sagst, ich bin mir das Wichtigste in erster Linie, ich kümmere mich um mich selber. Meine Ziele, meine eigenen Bedürfnisse sind am wichtigsten und da bist du dir ganz besonders nahe. Habe ich auch das Gefühl, dass du auch mit dir ganz verbunden bist, auch dass du in dir, mit dir im Einklang bist. Also das ist wirklich großartig. Nun, wie geht es jetzt weiter im Außen? Also im Außen zeigt sich hier, also die große Liebe ist definitiv da bei dir und das wird auch bleiben. Und deine Gefühle, deine Emotionen heilen auch ein Stück weit, also ganz tiefe Emotionen. Und ich nehme hier auch wahr, dass deine Intuition, deine weibliche Urkraft, deine Energie, dass sich das auch ein Stück weit auch entwickelt, also immer mehr entwickelt. Auf jeden Fall, das ist durchaus eine positive Grundenergie. Ich muss mal auf die Uhr schauen. Und natürlich hier bei deinem Herzensmenschen zeigt sich hier auf der Kopfebene, dass er wirklich seine Intuition entfaltet, dass er auch ein Stück weit mehr bei sich selber ankommt, dass der das schon erfolgreich, seine weibliche Energie entfaltet. Und das ist doch schon mal wirklich großartig, dass er dann halt sein Gefühl zulässt, die Intuition zulässt und also und das dauerhaft oder erfolgreich. Und das ist doch schon mal gut. Auf der Herzebene hat er halt diese Seelenpartnerschaft, was auch bei dir da ist, also der weiß das ganz genau, das gibt ihm in gewisser Weise Kraft und Begeisterung auch. Also er kommt mehr in seine Lebenskraft, mehr in seine Lebensenergie. Was ich jetzt hier noch wahrnehme, dass das halt eine karmische Zyklus ist,
bei ihm auch im Herzen, dass er halt bestimmte Zyklen durchläuft. Aber eine Grundenergie ist bei ihm dieses große Glück, also so eine positive Glücksgefühl. Vielleicht hast du auch wirklich gestern dieses Fülle-Ritual gebucht, auch für dich und für dein Gegenüber. Also es kann auch sein, dass dieses Glücksgefühl, diese Fülle einfach bei ihm da mitschwingt. Also im Außen zeigt sich hier, dass er noch so sich nicht richtig festlegen möchte, dass er sich noch was zurückhält, auch in gewisser Weise Zurückhaltung nehme ich hier wahr, etwas, dass er so ein bisschen diplomatisch noch ist. Und was ich jetzt hier noch generell wahrnehme, ich nehme jetzt hier wahr, dass er jetzt immer mehr bereit ist, dafür gerade zu stehen, bestimmte Dinge anders anzugehen wie früher. Dass er für die Vergangenheit hier die Verantwortung übernehmen möchte. Dass er zu sich selber stehen möchte. Hier zeigt sich auch ein Stück weit, dass er in seinen Selbstwert angekommen ist. Dass er sagt, so, das sind meine Bedürfnisse, das ist mir wichtig und dazu stehe ich. Und das ist doch schon mal wirklich großartig. Wie geht es jetzt hier bei seiner Partnerin weiter? Was beschäftigt ihn dann? Also ihr ist auch bewusst, sie hält sich zurück, sie spürt etwas, sie weiß, dass da auch irgendwie ein karmischer Zyklus momentan stattfindet. Sie ärgert sich aber darüber, das ist auch die Blockade da. Also im Herzen ist sie hin und her gerissen. Also in gewisser Weise hat sie auch diese Kraft, also gibt ihr Lebensenergie, diese Partnerschaft mit deinem Gegenüber wiederum, kommen auch wieder Ängste und Zweifel und möchte auch gerne etwas kontrollieren und raubt ihr wiederum die Kraft. Also dieses Hin- und Hergerissensein zeigt sich bei der Partnerin des Gegenübers. Falls dann eine Partnerin da ist und das hier im Herzen also sich gar nicht gut fühlt, also ich sehe hier auch die Karte, das etwas kränkelt und es geht auch wirklich darum, sie zieht sich auch im Herzen zurück, vielleicht verschließt sie auch ein Stück weit das Herz. Du verschließt auch hier ein Stück weit das Herz so oder öffnest das Herz für dich selber, ziehst du dich aber von deinem Gegenüber zurück. Und bei ihr ist es so, sie zieht sich auch in sich selber zurück, sie verschließt auch hier den Herz. Wie geht es jetzt nun weiter? Es zeigt sich hier, dass sie schon verliebt ist, dass die Anziehung, die Freude für dein Gegenüber bei der Partnerin noch da ist, ein großes Vertrauen, dass es gut weitergeht, also eine feste Partnerschaft, sie legt sich da noch hin, also sie hält noch daran fest und möchte daran arbeiten. Was verbindet die beiden? Also das Häusliche, ja, und dass die also gut über die Themen diplomatisch reden können, dass sie das wertlos bereden können. Was verbindet die beiden schon noch? Dass das eine karmische Zyklus ist, also eine karmische Verbindung und zwar auch viele Sachen, die gelebt werden, also die Äußerlichkeiten, was im Außen gelebt wird, also materialistische Sachen, was die beiden auch verbindet. Was verbindet die beiden schon noch, dass sie sich beide sehr wichtig nehmen und also sehr gelassen sind, dass sie sehr gerne diese Freude, diese Leichtigkeit auch beide leben. Was verbindet dich mit deinem Herzensmenschen? Also die freudige Überraschung, also du erwartest hier etwas Freudiges, eine freudige Überraschung und eine Veränderung und der Erfolg, also die Freude und der Erfolg und die Kontrolle, dass ihr beide alles gerne unter Kontrolle habt, alle beide gerne bestimmt, das und das soll allgemein dann und dann passieren, dass ihr so beide sehr schon im Kopf seid und beide gerne entscheidet, wie es weitergeht. Was euch verbindet, diese telepathische Verbindung der Seelenpartnerschaft auf der Herzebene und was euch noch verbindet, die Intuition und dass ihr beide lernen sollt, also wirklich euch was zurückzuhalten und diplomatisch über bestimmte Dinge zu reden. Ich würde jetzt gerne jeweils eine Karte ziehen, natürlich für dich,
und zu deinen Herzensmenschen. Und was euch verbindet miteinander, die Balance, also es soll noch etwas ins Gleichgewicht kommen. Also die Balance, eine richtig gute Beziehung, bietet Halt und Herausforderung zugleich. Und für dich kam, allein die Zeit wird es zeigen, also das heißt, dass es noch die Zeit dafür nicht gekommen ist, also dass es noch dauern wird und dass er vielleicht auch seine Liebe dir gar nicht gestanden hat, dass er dich heimlich beobachtet oder heimlich auch verehrt, auch dein Gegenüber. Und das war aus diesem schönen Kartendeck Liebesorakel Amos Botschaften. So, natürlich schaue ich auf die Uhr, weil ich gleich auch noch den nächsten Termin habe. Und wenn ich das schaffe, wird ja natürlich auch noch mal zwischendurch noch eine Legung kommen. Und also wichtig wäre auch für dich, falls du eine Beratung möchtest, dass du auch per E-Mail mir eine Nachricht zukommen lässt. Und natürlich bekommst du dann auch die Antwort darauf, wenn ich dafür Zeit habe, also innerhalb 24 Stunden, werde ich auf jeden Fall auch antworten. Also in diese Dreierkonstellation, was ist wichtig in diese Dreierkonstellation? Nehme ich hier eine gewisse Unruhe hier wahr, wie der Name auch sagt, also drei, auch bei den Freundschaften drei Freundinnen, einer ist definitiv zu viel und auch in dieser Verbindung, ja, drei Personen, einer ist definitiv hier zu viel. Was sagen die Karten denn für dich? Das ist hier eine Unruhe, eine unruhige Verbindung, eine Konstellation. Für dich kommt, dass du Desillusionierung, also das heißt, dass du, vielleicht hast du auch ein Stück weit dein Gegenüber so auf Podest gehoben, dass du also damit aufhörst und dass du das loslässt und die gewisse Dinge mit Realität anschaust. Also die Fantasievorstellung ist bei dir da. Aber ob diese Fantasievorstellung auch real ist oder ob du das eventuell nur auf deinen Gegenüber, diese Fantasievorstellung überträgst, ob du wirklich so eine Wunschvorstellung hast, was du dir wünschst, ob sich das denn auch so wirklich gibt. Oder du stellst dir das vor, wie das sein wäre, wenn du mit ihm zusammen wärst. Wichtig ist aber diese Desillusionierung, dass du das auch erkennst, ja? Also die Sachen richtig anschaust, wie sie sind. Was sagen die Karten für deinen Herzensmenschen? Ja, also er befindet sich irgendwie in der Falle. Also er fühlt sich gefangen in der Falle. Und er schaut vielleicht auch ein Stück weit auch Bilder an oder hat er auch Gedanken, also dieses Wollust in sich. Und er hat aber Angst, dass das hier eine Falle ist. Also auf jeden Fall, ja, dass er in diese Falle tappen könnte mit dir. Und dann halt, das macht ihm so richtig unruhig, weil der ist ja noch eventuell wirklich vergeben. Und wir schauen jetzt mal wirklich die Seite an, seine Partnerin. So. Also, die Partnerin hat auch also regelrecht Angst vor der Bindung, ja? Oder sie denkt auch, Mensch, wenn ich jetzt mit ihm zusammen bin, wird er mir denn auch treu sein? Würde mich denn auch einengen? Also sie, bei ihr zeigen sich auch hier Ängste vor Bindung. Also bei der Frau, also generell bei seiner Partnerin. Also ihr wird bewusst, in welche Situation sie sich jetzt auch gerade eventuell befindet. Und also sie nimmt das wirklich wahr, dass sie auch eventuell eifersüchtig ist und denkt, Mensch, ich binde mich jetzt an ihm, er engt mich total ein und er schaut jetzt andere Frauen an. So, und
also in gewisser Art und Weise möchte sie sich auch rächen, möchte ihm irgendwie etwas heimzahlen, ist hier die Vergeltungskarte gefallen. Also das beschäftigt sie schon, also sie spürt schon diese Energie. Und also sie wünscht sich wirklich dieses Glück, dieses Entzücken, also wirklich auch so diese Freude, auch diese Leichtigkeit auch zu leben. Und ich habe das Gefühl, dass ihr Herz ein Stück weit auch gebrochen ist, also das gebrochene Herz, weil die Energie ist allgemein hier. Sie fühlt sich generell einsam. Sie zieht sich zurück, sie betreibt Innenschau, sie geht in sich, fühlt sich einsam, ihr Herz ist hier krank, also sie hat Ängste, sie ist eifersüchtig, wiederum gibt ihr das schon ein tolles Gefühl, weil da schon Gefühle für dein Gegenüber von der Partnerin da sind. Also ganz, ganz schön unruhig das Ganze, also das war... Eine Karte würde ich gerne noch hier aus diesem Seelenpartner-Deck ziehen, nur für dich und nur für deinen Herzensmenschen. Und dann komme ich zu Ende mit meinem Video. Und natürlich, wenn du eine persönliche Legung möchtest, dann melde dich, wie gesagt, ganz spontan bei mir an. Also, was? Hoppla. So, was sagen die Karten? So, was euch verbindet, ist die Liebe vermag alles. Die Liebe kann alte Wunden heilen und schenkt das Gefühl, geborgen, wertvoll und wichtig zu sein. Und, also für dich kommt nochmal Liebe, umhüllt dich von allen Seiten. Liebe ist immer und überall da. Also so, dass du das auch natürlich sehen kannst. Ja. Und für dein Gegenüber kommt das Bedenke, wo du stehst. Du bist aufgefordert, einmal genau hinzuschauen, wie ernst du es mit der Liebe meinst. Also da ist wirklich die Frage, meinte der wirklich ernst mit dir? Werde denn auch bereit, wirklich sein ganzes Leben umzukrempeln, also Haus, Hof, Kinder, Haustiere, ob der da auch wirklich bereit wäre. Was zwischen euch ist, also Liebe vermag alles und kann alte Wunden heilen und schenkt dir das Gefühl, geborgen, wertvoll und wichtig zu sein. So, das war das Dreieckslegung für dich und für deinen Seelenpartner, falls er noch in einer Verbindung sich befindet. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über einen Like und freue mich umso mehr, wenn du meinen Kanal auch abonnierst. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.